Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Testet. Heute für euch im Familienalltagstest der VW Tiguan 1,5 TSI Komfortline. Viel Spaß! Wie immer schauen wir uns erst einmal den VW Tiguan einmal von außen an. Und was hier auffällt, wir haben eine wirklich sehr, sehr schöne Lackierung bekommen für unseren Testwagen, und zwar Rubyrot. Ich bin ein absoluter Fan von mehr Farbe am Auto. Das Rot steht dem Wagen wirklich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr stimmig hier mit diesen Chrom-Applikationen, die typisch sind für den VW Tiguan. Wir haben auch hier ein adaptives Lichtsystem, deswegen haben wir auch dieses typische Tagfahrlichtband hier drinnen. Ansonsten gibt es hier unten nur so kleine LED-Spots für das Tagfahrlicht. Schaut dann ein bisschen, sage ich, mickrig aus. Ganz groß das VW-Logo, hinter dem sich auch der Abstandsregeltempomat befindet. Wir haben hier unten noch eine kleine Kamera, die dann zum 360-Grad-Paket gehört. Ansonsten, typisch für einen Offroader, haben wir hier unten die Plastikteile sind tatsächlich etwas rauer ausgefertigt und nicht lackiert. Auch die Radläufe sind nicht lackiert, der untere Teil und auch im Heckbereich, das sehen wir dann gleich. Wir haben hier übrigens 19 Zoll Räder, wer hätte es erwartet? Ich persönlich hätte auf den ersten Blick nicht gedacht, dass das 19 Zoll Räder sind. Aber nichtsdestotrotz sind sie in der Tat, kosten auch einen ordentlichen Aufpreis. Sehen aber auch sehr, sehr schön aus mit dieser Bicolor-Lackierung. Wenn man sich das Ganze hier so vom Seite anschaut, wir haben auch sehr, sehr große Fensterflächen. Das Ganze ist hier schön eingerahmt von Chrom. Wir haben noch eine Chrom-Dachreling drauf. Hinten am Heck dann auch wieder klassisch Volkswagen, alles sehr, sehr clean, unaufgeregt. Zwei kleine Auspuffendrohre für den 1,5 TSI, die Rückleuchten auch hier in LED-Technik hinter einem roten Glas, auch mit so einer schönen Leuchtgrafik, die typisch auch für Volkswagen-Modelle ist. Ja, jetzt schauen wir uns den Kofferraum jetzt an vom VW Tiguan. Auf 4,49 Meter ist unser VW Tiguan lang und in das Gepäckabteil passen 615 Liter in der Basis hinein. Aber wie die sich jetzt hier verteilen, das schauen wir uns einfach einmal an. Wir haben zumindest einen doppelten Ladeboden, den wir tatsächlich hier in der Höhe arretieren können. Das heißt also, diese Platte kann nach unten versetzt werden um wenige Zentimeter. Dann haben wir allerdings hier auch eine Traverse, die uns ein wenig im Weg ist. Bringt uns allerdings ein bisschen Bauraumhöhe. Wenn wir die einsetzen, dann haben wir nämlich hier nur eine Höhe von 45 cm. Wir können maximal 97 cm, wenn wir die verschiebbare Rücksitzbank nach ganz vorne fahren, einladen. In der Breite haben wir genau 1 Meter. Und wenn wir dann tatsächlich hier über diese Riegelung die Lehne umlegen, dann haben wir zwar einen ebenen Ladeboden, wenn wir es tatsächlich umlegen, können auch dann bis maximal 1,78 Meter an Ladelänge nutzen, bis zum Beifahrerlehne vor. Und in der Praxis bedeutet das, Kinderwagen geht rein, Koffer geht rein, aber dann wird es auch schon langsam eng, vor allem wegen dieser bescheidenen Hutablage. In meinen Augen immer noch, Hutablage gehört in kein SUV, denn wenn ein Rollo hier drinnen ist, dann kann ich das Rollo wenigstens verstauen. Die Hutablage, wenn ich irgendwo bin, ja, wo soll ich sie hintun? Bin am Zielort, lade ein, möchte nach oben laden und kann es nicht. Ganz ehrlich, bitte VW, Laderaumrollo hier rein. Dann schwingen wir uns in den VW Tiguan hinten hinein, schließen die Tür, damit es nicht so zieht hier drin, und sitzen erst einmal wirklich sehr bequem. Wir haben hier übrigens die verschiebbare Rücksitzbank, wie ich schon mal sagte. Da können wir doch noch einige Zentimeter rausholen bei Bedarf. Können auch zudem die Lehnenverstellung hier tatsächlich, hoppala, ich muss gerade noch die Schlaufe suchen, die Lehne hier tatsächlich auch noch für uns anpassen, wie das entsprechend bequem oder unbequem ist. Dann haben wir hier ganz schön für Kinder solche tabletartigen Tischchen, wirklich sehr, sehr stabil, gefällt mir sehr gut. Wir haben auch dann ausziehbare
Becherhalter hier noch an der Seite, können das Ganze auch wirklich in verschiedenen Positionen arretieren. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben noch eine Tasche hier hinten zum Verstauen. Übrigens, in die Türtaschen selber gehen dann tatsächlich 1,5 Liter Wasserflaschen hinein. Wir haben hier noch Luftausströmer, weil wir die 3-Zonen-Klimaautomatik gegen Aufpreis hier bekommen haben. Sitzheizung hier hinten und ein Klimabedienteil. Allerdings nur eine USB-Anschluss. Liebe Volkswagen-Leute, da wären zwei auf alle Fälle besser. Ein 12-Volt-Anschluss gibt es noch und wer 230-Volt-Anschluss haben will, da geht es dann in den Kofferraum hinein. Oder ich würde mir halt lieber die 230-Volt hier wünschen. Aber schauen wir uns erst einmal nochmal die Platzverhältnisse kurz an, denn Kniefreiheit habe ich hier wirklich genügend. Der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 Meter eingestellt, plus Komfort fürs Bäuchlein. Kopffreiheit dank fehlendem Panoramaglasdach mehr als en masse. Ich sitze hier sehr, sehr bequem auf der bequemen Rückbank, wirklich straff gepolstert, schöne Polsterungen hier. Wir haben hier das Join-Sondermodell, deswegen hier noch ein bisschen andere Steppung. Aber eine Mittelarmlehne können wir hier auch noch ausklappen, da sind zwei Becherhalter drinnen. Und dann sitzt es sich hier wirklich sehr, sehr bequem. Aber das Thema ist natürlich auch Kindersitzbefestigungen. Wir können zwei Kindersitze mit Isofix an den Außenbereichen fixieren. Die Isofix-Bereiche sind wirklich leicht zugänglich. Die liegen frei, die Haken. Da gibt es auch perfekte Schienen, dass das System perfekt einklickt und wirklich sitzt wie bombenfest. Rückgewerksgerichtete Sitze, sogenannte Reboarder, können hier auch gut installiert werden, weil eben auch tatsächlich der Fußraum sehr, sehr großzügig ist für die, die tatsächlich solche Sitzsysteme hier installieren wollen. Beifahrersitz ist übrigens nicht Isofix geeignet, hat keine Isofix-Haken. Ja, da habe ich mich hinter den Fahrersitz jetzt einmal gesetzt und was ich gleich sagen muss, ganz ehrlich, wirklich erholsam sind diese Sitze hier. Wir haben zwar nicht die aufpreispflichtigen Ergo-Active-Sitze, ich habe hier ganz normal die manuellen Sitze, die serienmäßig in der Komfortline sind und die sind schon wirklich sehr, sehr gut. Sie sind großzügig geschnitten, bieten aber schöne Ausarbeitung an den Seiten und auch hier oben im Schenkelbereich. Wir haben zwar keine ausziehbare Schenkelauflage, die mir allerdings hier auch nicht fehlt, weil das Sitzpolster ausreichend groß bemessen ist. Wir haben eine manuelle Lordosenstütze hier an der Seite, die wir ein- und ausklappen können. Reicht völlig aus. Entspanntes Reisen, auch aus 600 Kilometern am Stück, kann ich nachweisen. Perfekt. Wer den Sitz einstellt, findet überall eine perfekte Position. Lenkrad in Höhe und Tiefe optimal einstellbar. Ansonsten, die Höhenverstellung erfolgt hier über das Ratschensystem. Die Lehnenverstellung über ein Drehrad und ansonsten haben wir hier den Schlitten, wo wir uns nach vorne und nach hinten bewegen können. Schauen wir uns jetzt mal den VW Tiguan hier von innen ein wenig an, denn der Wagen ist ja durchaus für den einen oder anderen schon so in seiner Varianz bekannt, denn Volkswagen macht jetzt hier auch keine wirklichen Designsprünge oder keine Revolutionen, sondern das Ganze ist wirklich sehr sachlich gestaltet, sehr übersichtlich gestaltet, aber auch an die Moderne angepasst. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument gegen Aufpreis. Wir haben hier auch das große Discover Pro Navigationssystem, was immer noch leider ohne Drehregler manuelle auskommt, sondern alles nur noch über Touch. Mir persönlich gefällt es nicht, vor allem weil auch relativ schnell auf diesen Glasoberflächen die Fingerabdrücke zu sehen sind, was durchaus etwas nervig ist und einfach auch unschön ausschaut, genauso wie diese schmuddelige hier an diesen schwarzen Hochglanz-Applikationen am Lenkrad. Die sehen auch nach einer gewissen Zeit doch etwas schmuddelig aus. Wer es mag, ich persönlich bin kein Fan von solchen Geschichten. Dennoch, was sehr, sehr gut ist, die Materialien sind sehr, sehr hochwertig. Wir haben wirklich aufgeschäumte Kunststoffe hier. Das alles sehr gut zusammengefügt, trotz etwas Hartplastik hier unten im Kniebereich. Das stört aber nicht. Wir haben ein klassisches Klimabedienteil, wie wir es schon seit Jahren so bei Volkswagen kennen. Das heißt, das ist für die Bedienung gibt es keine Rätsel auf. Eine Induktivladeschale mittlerweile fürs Telefon gibt es auch. Das liegt da unten auf einer gummierten Oberfläche, kann also auch nicht wirklich verrutschen. Das ist sehr, sehr gut.
Aber gehen wir mal so ein bisschen nochmal im Detail hier oben rein. Das Lenkrad kennen wir so, wird jetzt nach und nach mal langsam erneuert. Ganz klar, wir haben hier den Tempomaten in dem kleinen Satelliten untergebracht. Wir haben hier die Lautstärkenregulierung. Auf der rechten Seite geht es dann über den Bordcomputer, die Wippen und tatsächlich über die Ansichten, die wir hier noch verändern können vom volldigitalen Kombi-Instrument. Übrigens bei Volkswagen heißt das Ganze Active Info Display, bei Audi Virtual Cockpit, nur mal so am Rande erwähnt. Wir haben hier übrigens noch das Dyn Audio System verbaut, das High-End Audio System, was Volkswagen anbietet. In meinen Augen ein schönes Klangbild, gerade mit dem DAB Tuner zusammen. Ja, sehr, sehr schön. Wir können da auch ein bisschen in unseren Einstellungen so ein bisschen rumspielen, wie wir es denn gerne haben möchten. Besonders für Audiophile ist das ein Punkt, der vielleicht interessant sein dürfte. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan davon. Mir würde wahrscheinlich Standardradio reichen. Was mir nicht so gut gefällt, ist hier dieses Head-Up-Display, was wir verbaut haben. Das ist mit dieser Plexiglasscheibe, die rausfährt. Die muss leider auch eher in Richtung Fahrer geneigt sein, aufgrund der Windschutzscheibe, die schon sehr, sehr weit vorne ist. Mir persönlich gefällt es nicht. Es ist immer so eine, wirkt einfach ein bisschen wie eine Billiglösung. Auch die Auflösung ist zwar gut, aber nicht so fein, wie man es eben hier vom Active Info Display kennt. Also in meinen Augen einfach keine Empfehlung fürs Head-Up Display. Ich schaue lieber hier ins Active Info Display hinein. Sitzen tue ich, wie gesagt, sehr, sehr gut in dem Wagen. Auch die Anordnung der sonstigen Schalter ist selbsterklärend und gibt hier auch überhaupt keine Rätsel auf. Somit, wenn es hier schon alles nichts gibt zum Rätseln oder besonders zum Erklären, würde ich sagen, fahren wir einfach jetzt auch los. Ich habe jetzt 2000 Kilometer mit dem VW Tiguan abgespult während des Testzeitraums und kann auf alle Fälle eins zunächst sagen, der Wagen ist ein absoluter Komfortfanatiker, wenn es danach geht und das Fahrzeug auch wie hier mit dem adaptiven Dämpfersystem ausgerüstet wurde. Denn im Komfortbereich werden wirklich nur üble Stöße nur noch durchgereicht oder aber Querfugen. Also gegen Querfugen ist komischerweise anscheinend kein Kraut gewachsen. Aber wer im Alltag mit dem Wagen unterwegs ist, auch auf schlechten Pisten, so wie jetzt ich, eventuell mal in Osteuropa, dem ist das Ganze hier eine Wohltat, wenn er dann mit den Komfortdämpfern unterwegs ist. Wenn das Ganze allerdings dann mal in eine andere Richtung springen soll und der Fahrer sich entscheidet, hier etwas dynamischer um eine kurvige Landstraße zu kommen, dann gibt es die Möglichkeit, das Dämpfersystem auf Sport zu stellen. Nicht nur die Dämpfer werden dann straffer gestellt, sondern die Lenkung wird auch etwas direkter. Das ist allerdings daran, dass man nur ein bisschen von der Servounterstützung zurückgenommen hat. Der Motor spricht auch direkter an und der ist hier unter der Haube ja ein 1,5 Liter Vierzylinder Turbobenziner mit 150 PS und 250 Newtonmetern im Maximum. So sprintet übrigens der Tiguan laut Werk in 9,2 Sekunden auf Tempo 100. In der Spitze sind es 200 Stundenkilometer, wobei ich aber sagen muss, naja, sportlich möchte er jetzt nicht unbedingt bewegt werden, der 1,5 Liter. Dafür wird er dann einfach im oberen Drehzahlbereich zu knurrig, klingt zu angestrengt. Im mittleren Drehzahlbereich hört man von dem Motor wirklich gar nichts. Da ist er sehr, sehr angenehm. Er verfügt sogar über eine Zylinderabschaltung, also zwei Zylinder werden im Teillastbereich abgeschaltet. Von dem Zu- und Abschalten der Zylinder merkt man überhaupt nichts im Alltag. Am Sprit sparen, naja, hat das jetzt für meine Begriffe keinen großen Anteil, denn wir sind hier über die Gesamtdistanz mit knapp über 8 Litern ausgekommen. Klingt jetzt vielleicht erst einmal viel, aber wir hatten auch einen sehr, sehr hohen Autobahnanteil und da dann auch tatsächlich immer im Reisegeschwindigkeitsbereich von 140 bis 160 Stundenkilometern gependelt. Und dafür ist das Ganze dann doch ein sehr, sehr ordentlicher Wert, wenn man das Ganze bewegt. Wo ich immer zwiegespalten bin, das ist beim Getriebe, denn wir haben hier das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verbaut.
Hier funktioniert sehr, sehr gut. Die Übergänge sind sehr schön verschliffen. Von den Schaltvorgängen selbst merkt man nichts. Zugkraft unterbrechungsfrei auf alle Fälle. Einzig das Anfahrverhalten, auch in der Stadt und vor allem, wenn Motor und Getriebe noch nicht wirklich betriebswarm sind, dann kommt es hier immer wieder zu Ruckelneigungen vom Motor oder aber tatsächlich eine Anfahrverzögerung vom Getriebe. Warum das tatsächlich so ist, kann ich leider nicht beantworten. Da bin ich technisch eher der Laie. Kann aber nur sagen, ist jetzt eher unschön, aber die ersten 5 Kilometer muss man leider damit leben, mit diesen Eigenheiten vom Doppelkupplungsgetriebe. Wer das nicht kann, ganz klare Geschichte, der greift zum günstigeren Handschaltgetriebe. 6 Gänge dann manuell zu schalten, in meinen Augen auch die sinnvollere Variante. Ende der Testfahrt, Ende des Alltagstests mit dem VW Tiguan 1,5 TSI Comfortline. Mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen und es ist quasi eine eierlegende Wollmilchsau, der VW Tiguan. Er ist tatsächlich ausreichend groß für eine Kleinfamilie mit einem Kind. Der Kofferraum reicht hier aus, er ist angenehm hoch für ein SUV. Er braucht kein Allrad für meine Begriffe, er kommt wirklich überall durch, dank genügend Bodenfreiheit. Auch auf der Rücksitzbank reißt es sich extrem angenehm. Die Sitze sind vorzüglich für Langstreckenfahrer. Und ansonsten gibt es auch alles Mögliche an Assistenzsystemen, was man sich denn nur so wünschen mag. Naja gut, am Ende bleiben natürlich auch ein paar Kritikpunkte. Und da muss man ganz klar sagen, vor allem wenn wir in den Bereich wie hier mit Familie gehen, dann gibt es doch so 2, 3 kleine Sachen, die ich mir wünschen würde. Zum einen wären da tatsächlich eben die Sonnenschutzrollos, die mir fehlen auf der Rückbank, die zum Beispiel Skoda immer in seinen Fahrzeugen verbaut. Ebenso ein weiterer USB-Anschluss auf der Rückbank für die Stromversorgung der Kids, denn Kinder halten nun mal leider keine 6, 7 Stunden am Stück aus, ohne mittlerweile eine ausreichende Bespaßung zu haben. Das ist das andere. Und natürlich auch der Preis, denn unser Testwagen, so wie er da steht, kostet rund 49.000 Euro. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, das muss man mal sagen. Aber wer den Wagen sinnvoll konfiguriert, der bleibt auf alle Fälle noch unter der 40.000 Euro Marke. Für weitere Details klickt einfach mal auf den Bericht, der unten in der Videobeschreibung drinnen ist, zu meinem Blog. Da stehen dann nochmal weitere Details über den VW Tiguan Test drinnen und auch die Konfiguration, wie ich den Wagen euch empfehle. Würde. Ich hoffe, ihr empfehlt dieses Video weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir den Daumen da und auch sehr, sehr gerne ein Abo. Ansonsten Kritik, Wünsche, Anregungen oder aber sehr, sehr gerne bitte eine Diskussion unten in der Kommentarbox. Ich würde mich freuen. Lasst uns ein bisschen drüber diskutieren und schwadronieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.